Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Staxel. Ihr seht, es ist der nächste Tag, denn die Bienen sind fertig gesammelt oder haben fertig gesammelt. Ich habe alle 20 Bienenkästen schon mal bedampft. Und jetzt sammeln wir mal ganz, ganz ruck und zuckig den Honig und bringen den weg und merken uns, wir müssen mal eben 16 Gläser noch kaufen, damit wir auf eine schöne Runde Anzahl kommen. So, immer den Honig in den Schrank und das in den Schrank. Und wir haben eine Lieferung bekommen, weil das hier ist wirklich Overnight Express. Und guck mal, da sind sie. Die Lupe, ganz wichtig. Schneehügel. Versandkatalog. Ja, Schneeball. Gut, machen wir so. Wen kann ich mir denn jetzt mal genau angucken? Fossil. Wenn hier gerade so viele Fossile sind, weil wir ja gleich irgendwann mal vielleicht wisst ihr, ne? Hier, Dings, Huhn. Also Museum. Ihr wisst schon, hier, also polieren können. Ach, ich habe auch wieder Wortfindungsstörung. So, die machen da oben ihr komisches Fest. Bei den Festen müssen wir nochmal gucken, wie wir das machen. Ich bin ja jetzt so eher noch gedanklich im Baumodus statt in irgendeinem Festmodus. Und ich möchte ja auch dazu übergehen, dass wir mal anfangen mit Kochen. Das hatte ich ja schon vor etlichen Folgen gesagt, dass ich das mal machen will. Jetzt juckt die Nase. Und da bietet sich der Winter ja theoretisch an. Das sind die großen Vitrinen. Ja, dann machen wir hier die Fischecke. Oh, das sind die kleinen Exemplare. Und dann machen wir hier die... So. Ich glaube, da kommen ja noch ein paar, ne? So. Museum ist fertig für Stufe 2. 5 Fossilien, 2 Gemälde, große Vitrine, kleine Vitrine und noch eine kleine Vitrine. 2 Gemälde, wo kriegen wir denn Gemälde her? Fossil, zu wenig, okay. Aber erstmal haben wir ja Stufe 1. Jetzt müssten wir doch eigentlich mit allen mal wieder quatschen, damit die uns auch sozusagen freischalten. Mal gucken, was los ist. Wenn du schon mal hier bist, kauf auch was, wa? Ja, ja, ja. Ich habe keine Zeit für Bummler. Ja, ja, ich weiß. Aber du findest mich ja trotzdem super. Danke. Die sind aber immer komisch drauf. Wollen wir mal ein Becksbier trinken? Farmfan. Hey, Fett LP. Anscheinend hast du ein paar interessante Taten vollbracht. Hier ist ein Geschenk der Stadt, um den Anlass zu feiern. Mangobaumsamen. Vergiss nicht, mich nächstes Mal wieder zu besuchen. Ja, du willst ja auch noch ein Haus haben. So, Roan, schön dich zu sehen, Fettel P. Was kann ich heute für dich tun? Ich habe mittlerweile sogar vergessen, wie die Stimmen gehen. Lass uns plaudern. Unser Saft ist der beste in der ganzen Region, wa? Das Rezept ist aber ein Geheimnis, also frag gar nicht erst danach. Okay. Fettel P, was kann ich heute für dich tun? Hast du irgendwelche Gerüchte? Angeblich hat Rosemarie ein paar Schwierigkeiten. Mhm, okay. Fettel P. Was kann ich heute für dich tun? Ich hab Durst. Was kann ich dir anbieten? Ein Becher Saft, komm. 90 Blütenblätter, die haben wir. Ein Becher Saft kommt sofort hier. Gut, danke. Dann trinken wir auch erstmal was trinken. So, Rosemarie hat ein Problem. Hallo Katze. Streunende Katze. Zack, und wir Grenze. Schon wieder Farmfan? Stufe 3 gemischt waren, das haben wir fertig. Was hast du denn? Was bietest du denn an? Rahmen? Rahmen C, das sind Sonnenbrillen. Langer Bart, den habe ich schon. Minz am Stiel. Roter Saft. Blauer Holzblock. Blaupause. Cremefarbener Steinblock. Könnten wir ja eigentlich mal kaufen, ne?
habe ich cremefarbener Holzblock, ne? Das war der. Jetzt brauchen wir noch den. Okay. So, dann kann ich die ja auch mal eben lernen. Ist ja für uns eine Kleinigkeit, wisst ihr ja. Ja, sehr gut. So, haben wir die auch im Kopf. Streunenden Katzenbonus, kann das sein? So, wen haben wir denn hier noch? Was ist Iris? Mal nicht bei mir am... ach nee, du bist ja die. Ich warte hier, bis alles fertig ist. Ja. Ich warte hier, bis alles fertig ist. Ja. Ich warte hier, bis alles fertig ist. Ja. Oh, Oskar? Der Müll hier überall nimmt langsam überhand. Ich muss mir vielleicht einen Lehrling suchen. Ja, ich aber nicht. Live! Ich habe in letzter Zeit viele Briefe geschrieben. Irgendwie schreibt mir niemand zurück. Doch, irgendjemand wird dir schon zurückschreiben. Deine Mutter vielleicht. So, wir müssten mal mit Volaren hier sprechen. Ne, Fallen. Fantastisch, großartig, ein absolutes Wunderwerk. Falls es noch nicht offensichtlich war, das sind meine Eindrücke beim Anblick unseres neuen Museums. Ich kann meinen Dank gar nicht gebührend zum Ausdruck bringen. Zuerst hast du mir meine menschliche Form zurückgegeben und dann errichtest du mir zu Ehren ein Museum. Ich bin überwältigt, wahrlich, bitte nimm dies für deine Mühe. Bist du bescheuert? Was soll ich mit... hallo? Hierbei handelt es sich um ein unbearbeitetes Fossil. Mit etwas Glück findest du welche, wenn du Steine zertrümmerst, die hier auf der Insel herumliegen. Mithilfe der Poliermaschine kannst du alte Fossilien für das Museum säubern und deine Sammlung vergrößern. Falls du interessante Sammlerstücke findest, solltest du wieder bei mir vorbeischauen. Du kannst sie auch in Vitrinen ausstellen. Ich kann es kaum erwarten, dass du unsere Insektensammlung vergrößerst. Ja, ich auch nicht. So, aber wir haben den Polisher. Ziel erreicht, Ziel erreicht. Max, Max! Sieht so aus, als ob jemand Neues einziehen möchte. Stell diesen Briefkasten irgendwo hin und benutze ihn, um ein Haus zu bauen. Emilia. Sobald es steht, zieht sie am nächsten Tag ein. Ja, keine Ahnung. Machen wir, aber ich habe keine Ahnung. Ich stell den mal hier ab irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich die einziehen lassen soll. Erstmal hier hinstellen. So, haben wir. Iris hatten wir auch schon, den hatten wir schon. Dann können wir jetzt immer... Max, was sagst du denn zum neuen Museum? Fettel B, ich hab nach dir gesucht. Ne, ich hab vor 20 Sekunden mit dir gesprochen, du Idiot. Ich weiß nicht, ob du schon an unseren Festivals teilgenommen hast, aber es ist ziemlich große Veranstaltung werden. Und recht teuer in der Durchführung. Du verstehst das sicher, dass ich jetzt Geld von dir brauche und dir auch nicht bezahlen kann, was du hier alles für uns baust. Allerdings verdienen die im Dorf ansässigen Unternehmen auch immer Jod dran, eine recht widersprüchliche Angelegenheit also. Daher hatte ich neulich plötzlich eine Idee, warum veranstalten wir keinen kleineren Festivals? Was wäre, wenn wir dieselbe Anzahl von Leuten zu einer viel kleineren und günstigen Veranstaltung anlocken könnten? Wäre das nicht einfach wunderbar? Und dafür brauchen wir deine Hilfe, Fettelpi. Du musst nämlich jetzt was bauen auf deine Kosten und gucken, wie du klarkommst. Bitte rede mit Alisa über die Vorbereitungen. Ich bin sicher, dass du inzwischen weißt, wo du sie finden kannst. Ja. Ja, Max, kümmere ich mich drum. Mach dich auf zur Leise und bespreche die Vorbereitung mit ihr. Je eher wir mit der Planung anfangen können, desto eher verdienen wir Geld. Du bist so ein geldgieriger Assi. Außerdem kriege ich von dir noch Geld für den Hausbau da und auch für das Museum. Blöder Arsch. Tja, widerlicher Typ. Ganz, ganz widerlich. Aber wir haben die Poliermaschine. Hui! Das heißt, das, was ich in den letzten Tagen gesammelt habe, können wir jetzt endlich polieren. Ich werde bekloppt. Wo stellen wir die denn mal hin? Wo ist denn noch Platz in der Hütte? Nirgendwo, ne? In meinem Haus ist gar kein Platz mehr. Gut, stellen wir sie nach draußen. Wo ist sie denn? Da. Richtig rum? Sieht nicht so aus, ne? Ne, war nicht richtig rum.
So. So ist richtig rum. Okay, und wie geht das jetzt? Nehmen wir mal diese 8 hier. Und jetzt macht die das ganz in Ruhe, oder was? Okay. Was war das denn hier? Stegosaurus oder? Plesiosaurus. Mhm. Ich habe ein neues Tier zusammengesetzt. Toll. Bernstein? Also die Maschine arbeitet einfach weiter alles ab, ja? Oder muss ich da jedes Mal vorbeigehen? Noch ein Plesiosaurus-Kopf? Ich hab doch... Naja gut, das können wir alles dem Museum spenden. Da habe ich kein Problem mit. Oha. Ja, das könnte interessant werden. Ich stelle das einfach mal hier irgendwo hin, wo... Also das kommt natürlich aus meinem Garten raus. Da könnt ihr euch sicher sein. Mangosamen. Wo hatte ich denn Samen? Samen hatte ich da auch irgendwo, oder nicht? Hier, genau. Dann können wir den Schmetterling noch wegpacken. Ordnung muss sein. Dann hatten wir doch irgendwo noch das Ding. Und was ist das hier? Achso, das waren diese Sachen. Ja, das ist das. Das ist alles zum Bauen. Alles klar. Machen wir. Okay. So. Ja, wo soll man das alles hinschalten und stecken? Hm? Dann schleppen wir das doch, weil ich brauche sowas ja nicht. Ja. Nimm doch auch den... So. Okay. Dann können wir auch mal eben die beiden Sachen noch bestellen. Dann machen wir das Museum gleich Stufe 2. Und dann wäre übrigens die große Frage, ob... Wir haben ja jetzt noch so ein bisschen was zu bauen. Ob ich das als Let's Play bauen soll? Oder ob ich die Sachen mal eben fertig baue. Also wir haben ja hier hinten noch das Haus von Mickey Mouse. Ne? Also hier ist ja das Haus geplant von der Farmfan, glaube ich, hieße. Das hätten wir hier. Wir haben das neue Haus von der, die wir heute bekommen haben. Also hier, ne? Farmfan. Und dann ist jetzt die Frage, soll ich das Haus von Farmfan zum Beispiel mal eben bauen und ausrüsten außerhalb der Folgen? Oder wollt ihr da wirklich Folgen raus haben? Ihr habt jetzt beim Museum, das haben wir jetzt wirklich zusammengebaut. Da habt ihr ja gesehen, wie lange das dauert, was da alles so zu tun ist. Und deswegen schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr es gerne hättet. Und ob ihr sagt, okay, wir wollen dabei sein. Oder ob ihr sagt, komm, macht das fertig und dann machen wir irgendwo anders im Thema weiter. Das könnt ihr also tatsächlich jetzt mal entscheiden. So, Plesiosaurus. Moment, was haben wir denn? Das ist Plesiosaurus Kopf, das ist Plesiosaurus irgendwas, das ist Pteronto irgendwas, Stegosaurus T-Rex. Das heißt, wir können ja hier eins, zwei. Wie groß sind die denn immer? Schon ziemlich groß, ne? Davon haben wir zum Beispiel 2. Okay, dann können wir T-Rex-Kopf. Das sind 3 verschiedene. Okay. T-Rex. Der ist alles zu groß hier. Guck mal, wie riesig die sind.
Wir müssen ja noch anbauen hier. Wobei, ich würde den T-Rex dann ja in die Mitte packen, ne? So, einmal Bernstein. Hier haben wir auch noch was. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann hinterher einrichten. Ich befürchte, das Museum ist tatsächlich jetzt schon wieder ein bisschen zu klein. Den haben wir hier doppelt. Was, wenn wir den verkaufen, wie viel Geld kriegen wir denn dafür? Ich brauche ja nicht zwei davon. Einer würde mir völlig reichen. 200. Naja, das reicht natürlich nicht im geringsten, um meine Umkosten in den Griff zu kriegen. Hi. Wobei, ich könnte mal eben mit euch reden. Habt ihr irgendwas, ich verkaufe? Gute Wahl. Stelle. Holy. Ihr habt keine Quest für mich. Okay. So, dann können wir mal eben gucken. Wir sind ja nach Mitternacht schon wieder. Wer bist du? Okay, nee, mit der rede ich nicht. Die macht mich immer an. Habe ich Angst vor. Ah, da ist der zweite. Also kurz nach Mitternacht sind zwei Stück da. Noch irgendjemand? Komm, wir gehen ins Bett. Und damit haben wir es ja auch schon wieder geschafft für heute. War ein bisschen mehr los. Wir haben auf jeden Fall das Museum fertig gekriegt. Das ist ja auch was. Also, wie gesagt, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, wie ich in der nächsten Folge sozusagen weitermachen soll. Das heißt, ihr habt nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil ich muss ja auch irgendwann weiter aufnehmen. Und bevor ich dann wieder irgendwie eine ganze Folge nur angel, habt ihr jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, soll ich dieses Haus von FarmFan mal eben außerhalb der Aufnahme bauen oder möchtet ihr das miterleben? Das ist die große Frage, die ich euch stelle. Freue mich auf eure Kommentare und verbleibe jetzt mit den besten Wünschen für den nächsten Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao, ciao.